Danke nochmal, Spyro. Jetzt muss ich herausfinden, was diese garstige Zauberin mit meinem Zuhause angestellt hat, während ich eingesperrt war. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Spyro 3, Year of the Dragon. Boah, jetzt muss ich übelst hart nachdenken, weil ich überhaupt nicht darauf vorbereitet war, dass das jetzt schon losgeht. Und ich habe noch nicht mal synchronisiert. Auf jeden Fall, das ist Sheila, wie wir gerade sehen. Und wir betreten einfach mal ihr tolles Level. Hallo Sheila, während du weg warst, hat uns ein Haufen Rhinox aus unseren Hütten vertrieben. Ist aber nicht so schlimm. Bobby, Pete und ich arbeiten an einem schlauen Plan, sie wieder zurückzubekommen. Ich synchronisiere gerade mal. So, das muss reichen. Oh Gott, es ist so schnell. Ich bin das nicht Oh mein Gott. Es ist so hart schnell, ne? Ja, was wir mit Sheila machen können. Die kann so treten. Und kann das. Und die kann das. Ist das nicht toll? Und wie toll sie mit ihren Öhrchen macht, wenn wir springen. Ja, aber auf jeden Fall, ich mag Sheila nicht und das ist so schnell. Ja, wir haben heute den, jetzt muss ich nachdenken, 15, 16, 17. müssen wir heute haben. Also es ist ganz frisch, was ihr jetzt hier bekommt. Und ich hoffe mal, dass sich meine Stimme nicht so ganz schlimm anhört. Weil eben habe ich übelst eine Pollenattacke bekommen. Meine Augen haben übelst geblutet, wollte ich schon sagen. Also übelst getränt, übelst dick, haben gejuckt wie sonst was. Und ich war am Husten wie so eine Bekloppte. Ja, aber das hat sich jetzt verbessert. Und was ich gemacht habe, weil ich habe das letzte Mal habe ich noch versucht weiter aufzunehmen, aber es hat nicht funktioniert, weil es das Level nicht laden wollte. Jetzt habe ich aber mal die PlayStation genommen, die ich... Ich kann ja schon mal ein bisschen weitermachen. Also unsere ganz alte PlayStation, also die wir damals, als sie rauskam, gekauft haben. Die habe ich jetzt genommen. Die konnte ich das letzte Mal nicht nehmen. Post. Weil ich kein passendes PlayStation-Kabel gefunden habe. Also dieses komische, flache da, was von Weitem ein bisschen aussieht wie ein HDMI-Kabel. konnte ich nicht benutzen, beziehungsweise ich habe keins gefunden, aber ich war eben gerade auf dem Dachboden und da habe ich noch eins gefunden und ich wollte halt nicht das von meiner PlayStation 3. Geht sowieso nicht, PlayStation 2. Der PlayStation 2 ist es auch nicht. Ich glaube, das ist das einzige Kabel, was ich noch habe. Ist ja unfassbar. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Mit deinem Doppelsprung kommst du auch so steile Klippen wie diese hier hoch. Drück die X-Taste zum Springen, dann drück sie nochmal genau, wenn du den Boden berührst, um einen Doppelsprung zu machen. Wenn du das erstmal beherrschst, kommst du überall hin, wo du willst. Spring nochmal genau, wenn du landest, um einen Doppelsprung zu machen. Das habe ich eben schon mal gezeigt. Ja. Jo. Das war halt so das letzte Kabel, was ich noch anscheinend habe. Zu Hause. Hier, ich hatte es aufgehoben, um ein Omelett daraus zu machen. Aber ich glaube, dass du es mehr verdienst. Ja. Man hört auch möglicherweise die PlayStation, wie der Laser sich bewegt. Das ist nämlich irgendwie ein bisschen lauter als bei den anderen PlayStation, die ich habe. Aber die CD hat einfach instant funktioniert, ohne irgendwelche Mucken. Und das Level hat es einwandfrei geladen. Deswegen, es ist meine Lieblings-Playstation.
So wie der sich gerade eben angehört hat, habe ich mich eben ungefähr beim Husten angehört. Dieses nur halt mehr so Stimmband betont. Die Brocken erinnern mich gerade an Level, was mega scheiße ist. Gibt's nämlich irgendwie so ein tolles Level, da muss man so einen komischen Typen mit einer Bombe begleiten. Der dann an irgendwie so Pilzen und so und Steinen vorbeiläuft. Die Pilze muss man in den Boden rammen, die Steine muss man kaputt machen, damit er nicht dagegen läuft. Das war nicht schön. Das Level im Allgemeinen ist nicht toll. Ich glaube, das ist mit eins meiner Hasswelten. Aber ich glaube, das kommt auch erst in der letzten Überwelt. Glaube ich. Ja, der würde so sagen, nee, ich komme nicht rein. Aber wir können ja mit ihm mal quatschen, wenn ich hier alles eingesammelt habe. Süß, wie er dagegen tritt. Keine Sorge, ich trete so lange gegen diesen Felsen, bis er zerbricht. Ist klar. Hey, Sheila, lass uns einen Streich machen. Nimm dieses Ei und zerschmettere es an Billys Hütte, okay? Das ist meine Rache dafür, dass er mich das letzte Mal von der Klippe geschubst hat. Ich glaube, ich muss gleich doch mal das Fenster zumachen. Jenny. Alles klar. Wir haben nur ein Level gemacht das letzte Mal, ne? Diese Rhinoxe haben die Macht übernommen. Es gibt keinen Weg, sie aufzuhalten, außer wenn wir ihre Hütten zerstören. Ihre Hütten sind aber zu groß, um sie mit einem Tritt zu zerstören. Versuch stattdessen, sie mit einem Kopfstoß zu zerschmettern. Ich lenke sie ab und du zerstörst die Hütten, okay? Du weißt noch, wie man einen Kopfstoß macht, oder? Spring einfach und drück dann die Dreieck-Taste in der Luft. So, das ist ja jetzt hier nicht so schwer. Aber können wir gleich schon mal. Haben die sich gegenseitig kaputt gemacht? Können wir gleich Villa Sonne? Siehst du das Level? Das können wir dann gleich fertig machen. Weil da haben wir ja Sheila für gebraucht. Ich könnte dir mal erzählen, was ich momentan so am Daddeln bin. ich habe innerhalb von. Also laut PSN Profiles. Ich habe nämlich eine neue Platin, also neue schnellste Platin, sag ich mal. Und zwar habe ich God of War Chains of Olympus laut PSN Profiles in einem Tag und ein paar Stunden, weiß ich jetzt nicht, 3 Stunden oder so durchgespielt. Ich weiß gar nicht, ich denke mal die originale. Also die richtige Zeit wären ungefähr 8 Stunden oder so. Aber das war schon spaßig. Vor allem der Endkampf ging mir richtig hart auf die Eier. Da hat man nämlich gegen die Frau von Hades gekämpft. Und das war nicht schön. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es keinen Zwischenspeicher da gibt. Aber den gab es zum Glück. Und bis ich den mal erreicht habe, das hat schon lange gedauert. Aber das war dann, also danach, nach dem Zwischenspeicher, der Teil, der ging eigentlich ganz klar. Wenn du mal vergisst, wie du eine Figur oder ein Fahrzeug steuerst, geh zum Pausemenü und wähle Hilfe. Hilfe!
Ich weiß nicht, wie man das Fahrzeug Sheila steuert. Ich hoffe mal nicht, dass wir... Oh nein! Oh nein! Ich bin nicht sicher, ob es hier einen Könnerpunkt dafür gibt. Alle Dinger hier einmal anhauen. Ich mach's mal. Den da oben haben wir. Da ist keine. Dann gehen wir nochmal zurück in die Höhle. Vielleicht ist da ja was noch. Also, da ist auf jeden Fall noch was, aber... das jetzt bringt. Wenn die jetzt nicht gewackelt hätte, wenn ich dagegen trete, hätte ich gesagt, okay, das lasse ich mal. Aber so. Was habe ich denn noch gemacht? Da waren noch ein paar Spiele, die ich in letzter Zeit platiniert habe. Nee. Gut, dann war das umsonst. ich habe außerdem noch irgendein Spiel von Artifex Mundi. Irgendwie. Grim Legends habe ich platiniert. Das war aber mega easy. Danke für deine Hilfe, Sheila. Du kannst dieses Ei haben, das ich in meinem Haus gefunden habe. Ich bin gerade auf der Suche nach meinem Handy. Könnte ich auch... Haben wir geschafft. Wenn ich auf dem Weg nach Hause bin. Schau an, Jäger. Es ist die schaurige Zauberin. Ich habe euch bereits gewarnt, dieser Ort ist nichts für kleine Drachen und... Miezen. Danke, aber wir können selbst auf uns aufpassen. Versuch auf das aufzupassen. Komm wieder, wenn du ausgelernt hast, okay? Sag mal, kommt es nur mir so vor? Oder sieht sie ganz hübsch aus, wenn sie böse ist? So. dann habe ich noch platiniert. Also, was heißt platiniert? 100% bei A Boy and His Blob. War auch ein cooles Spiel. Auch zum Ende hin recht schwer, sag ich mal. Also, recht schwer. Mittelmäßig schwer, sag ich mal. Dann habe ich noch Horizon Zero Dawn platiniert, was auch ein sehr, sehr geiles Spiel ist. Also das war schon was Feines. So, und jetzt geht's wieder hier in Villa Sonne oder so. Und dann habe ich gestern auch noch Tales from the Borderlands platiniert. Aber das ist ja auch nicht schwer. Weil da muss man einfach nur durchspielen. Da muss man nichts Besonderes machen. Ich war, glaube ich, da oben noch gar nicht, ne? Oh nein. Habe ich hier den Könnerpunkt bekommen? Ich glaube, ich habe das total verpeilt. Ich habe hier alles angefackelt. Wenn da oben jetzt noch was liegt... bei dem Wasserfall.